Jetzt müssen wir tatsächlich nach Mokuba. Ich will aber den einen Wachposten hier drüben ausspionieren. Oder, ja, ausspionieren. So nennt man das ja, ausspähen. Oh! Wow! Digga! Alter, was soll denn das jetzt wieder werden? Und vor allen Dingen, warum haben die mich entdeckt? Ich meine, Mokuba. Okay. Ist sogar ausgeschildert, dass wir nach Mokuba müssen, um unseren Auftrag zu... fuck. Moment. Ich glaube, der Wachposten ist bereits hier vorne. Oder? Was ist das? Nö, das sind nur solche Straßenverkaufsstände. Alter, das Wetter. Ich würde gerne zum Safe House, weil es wird nicht nur scheiß Wetter, sondern es wird auch noch Nacht. Sind wir denn überhaupt auf dem Weg zum... Nein, wir sind auf dem Weg vom Safe House weg. Also, Kehrtmarsch, auf geht's Richtung Safe House. Mit Malaria. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, hier sind überall Straßen. Halt, Moment. Warum machst du das weg? Da oben müsste das Safe House sein. Dann können wir da nämlich zumindest mal die Nacht verbringen. Was ich mir noch unangenehmer vorstellen kann, als bei diesem Wetter durch die Gegend zu laufen, ist bei diesem Wetter durch die Gegend zu laufen und schlecht. Und dann auch noch Nacht zu haben. Und schlechte Nacht zu haben. Warte. Wie kommt man denn hier hoch? Warte. Huch. Ja, nicht so einfach. Kriegst ja Depressionen von dem Müll hier. Ah ja, da hinten qualmt was. Ja, das war das Safe House. Dunkel und Regen. Safe House am Start. Gut, rein da. Ich würde gerne mal gucken. Ach so, kann man hier drin auch nicht gucken, nachladen und gucken, wie gesund man ist. Ja, also gesund, ja. Aber wir könnten vielleicht noch eine Spritze mitnehmen, hier aus dem kleinen Koffer, den es nicht gibt in dieser... nee, doch, da ist er. Und jetzt mal kurz. Ja. Wie immer, bis morgens um 8 und hoffen wir mal, dass das Wetter besser geworden ist dann. So. Moin. Hau rein, Digi. Also, ich muss daran denken, dass ich meine Pause so plane, dass ich 1-2 Minuten mehr einplane, weil ja das Spiel abgestürzt ist und da ist immer zwischendurch ein tierischer Ladevorgang. Sollte man gar nicht glauben. Das Spiel ist über 10 Jahre alt, weit über 10 Jahre. Und es ist immer noch so. Ja, Mokuba. Ja, ich hasse es. Ich hasse es. Vor allem, weil ich weiß, dass in Mokuba sitzt einer mit einer großen Knarre. Genau an dem Ortseingang, wo wir reinkommen. Ich werde aber trotzdem mal den Wachposten da unten auch gleich mal ausspionieren. Also nicht das da. Vorsichtig, nicht fallen. Ja. Also wie die uns eben sehen konnten mit dem Auto, wir haben ja jetzt den Tarnanzug an und der hat eigentlich bei... OCB. OGC. Der hat eigentlich bei der gescheiterten Aufnahmesitzung ganz gut funktioniert. Also läuft auch alles. Kamera läuft. Ton, alles am Gehen. Super. Ja, und vielleicht habe ich schon erzählt. Also einer Queste sehe ich, also einem Auftrag sehe ich mit reichlichem Gruseln entgegen. Das ist ein Kumpelauftrag, also den man in der Bar bekommt von einem unserer Spießgesellen.
dass man irgendwie so ein Cut-Kraut holen soll, das zwischen Gewächshäusern in der Gärtnerei ist, und das ist ja richtig. Boah. Ist das schon Mokuba oder was? Sind wir jetzt schon durch? Nö. Das ist aber ein riesiger Wachposten, ne? Bleib gefällig stehen, bleib gefällig stehen. Deine fette Birne, die will ich genau sehen. So. Birne weg. Ich sehe dich, Vögelchen. Oh, halt mal. Der versucht mal wieder alles zu umgehen. Ah, da ist er, guck mal. Da. So. Oh, nicht ins Flachland, bitte. Kominatu! Ah! Oh. Jetzt muss mich die Dame retten. Ätzend, ich hab's mal wieder. Hab mal wieder den Überblick verloren. Ja! Hup, hup. Entschuldigung. Was meintest du eigentlich, Kevin, dass, ob ich zum Enderman werde? Ich hab das nicht verstanden. Ich werde dich morgen nochmal in den Kommentaren fragen. Ah, geil! Die hat ihm voll auf die Fresse gehauen, hast du das gesehen? Nicht ideal, aber was soll's? Nee, wirklich nicht ideal, nee. Da sind noch jede Menge. Check deine Ausrüstung. Verarzte dich! Da bin ich doch schon dabei, Vögelchen. Da sind noch jede Menge. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Vögelchen. Die meisten hier sind tot. Das sehe ich richtig, oder? Der Fernseher auch. So, das ist das Wichtigste, dass der Fernseher kaputt ist. So. Der Fernseher. Ach so, ich habe volle Munition, alles klar. Wo sollen denn hier noch welche sein? Ich sehe es nicht. Okay. Problem ist jetzt, wenn wir jetzt nach Mokuba laufen. Mädel, wo ist denn das Problem? Wo sind die problematischen Herren? Oh, guck mal, Fußball. Boom. Hast du Fußball? Ja, halt. Hat sich doch gelohnt, hierher zu gehen. Mehr? Mein schöner? Ein Diamant. So, also genügend Muni haben wir. Problem ist, wenn wir jetzt nach Mokuba gehen, haben wir keine Unterstützung der Dame des Hauses. Geht's da nach Mokuba? Ja, da geht's nach Mokuba. Und wir hätten da oben noch einen befreibaren Außenposten. Wäre gut, wenn wir da vielleicht hin könnten. Ich werde gleich mal querfeld einfahren. Aber ich weiß, dass wenn ich so ein Fahrzeug hier habe, dass es dann ziemlich sicher ist, dass irgendwer auftaucht und mir das kaputt machen will. Oder ich fahre es kaputt. Wow. Was sage ich denn? Ich fahre es kaputt. Okay, alles klar. Ab jetzt zu Fuß. Das Wetter ist wieder so kacke. Nee, ich will es möglichst so haben, dass wir wieder Dschungel.
Ich will es möglichst so haben, dass wir wieder die Madame am Start haben, weil Mokuba, ihr wisst, heißes Pflaster. Wenn wir da nicht ganz gewaltig aufpassen, und selbst wenn wir ganz gewaltig aufpassen, werden wir da gemorchelt. Na, falsche Richtung. Ich glaube, ich sehe bereits das Safe House. Also irgendwas explodiert eben irgendwo in der Gegend. Nee, das ist nicht das Safe House, das ist nur einfach irgendein Stein. Alter, ist das dunkel hier. Unübersichtlich. Ja, also ich glaube, das hier ist der Zugang zum Safe House. Nehmen wir mal die Handknarre an den Start. Ja, es sieht hier ziemlich... Ach du meine Güte, das ist so ein Safe House, das so eingekesselt ist. Ich glaube, ich hole mal lieber... Na du? Willst du nicht tot bleiben? Okay. Was ist das hier? Einfach mal so aus purer Zerstörungslust. So. Den kleinen Koffer, den können wir mal mitnehmen. Ich mache mal Folgendes. Ich werde tatsächlich mal eine Runde nochmal pennen. Naja, jetzt verpenne ich einen Tag. Aber wenn ich noch eine Nacht verpenne, dann dürfte die Dame wieder am Start sein. Oh, Wetterscheiße. Entschuldigung, Stuhl natürlich. Fortfahren ohne zu speichern. Und nochmal drauf aufs Bett. Und... Also den Dschungel mag ich in diesem Spiel überhaupt nicht. Ist zwar ganz hübsch, aber unübersichtlich. Ja, so ist das mit dem Dschungel normalerweise. Ja, da ist die Sonne wieder am Start. Die liebe Sonne. Die liebe Sonne. Speichern und fortfahren. Ja, einfach drauf. Tja, und jetzt gilt es. Der einsame Wolf. Ja. Ja, 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 der einsame Wolf geht jetzt nach Mokuba und ja, das wäre schön, wenn du mich wieder den Arsch retten würdest. Das wäre richtig schön. So, der einsame Wolf geht nach Mokuba. Und spielt dort Tuba, glaube ich. So. Ich muss das mit dem Kopfwackeln nachmachen sein lassen. Ich hatte das letzte Mal die ganze Zeit Nackenschmerzen hinterher. Ja, ist halt immer so. Ach, guck mal, da unten haben wir unser Quad hingelegt, ja. Ist hier vielleicht irgendwo ein Diamant in der Nähe? Ich habe schon gedacht. Wäre schön gewesen. Ja. Wäre schön gewesen, ist immer ein gutes Argument. Ja, das Problem ist, Mokuba, lauter Leute, allesamt uns feindlich gegenüber gesinnt. Und ja, mittendrin sollen wir einen Gegner zerlegen. Ah, nicht gut. Nicht gut, gar nicht gut. Aber vielleicht kriegen wir das irgendwie diesmal besser hin als letztes Mal. Also viel schlechter als letztes Mal kann ich es gar nicht hinkriegen. Sage ich einfach mal so.
einfach nur oft genug speichern, glaube ich. Zum Beispiel jetzt. Dann muss ich nachher nicht wieder vom Safehouse runterlaufen. Dass hier ein Safehouse genau in der Nähe ist, macht es auch einfacher. Aber das Problem ist ganz einfach, wenn man zum Safehouse geht, ist danach alles respawned. So. Steckt der Vogel denn mitten in Mokuba? Ja, natürlich. Mitten in fucking Mokuba steht er und spielt Tuba. Okay. Letztes Mal kam es mir bevölkert davor. Ich will ja gar nichts sagen, ne? Ach nö. Das ist ja mal passend, ne? Ja. Was? Leck mich! Wow! Wow! Wo ist denn der Vogel? Wow, 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 wow. Ich werde hier zerlegt. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das kann jetzt auch unsere Madame zerlegen, weil wir hier ziemlich... Oh, Alter, ich hab's doch gewusst, Mokuba. Ein einziges Wespennest. Wie soll ich denn da jemanden mittendrin killen? Nicht ideal, aber was soll's? Versorg meine Wunden, okay? Naja, ja, 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 ja. Er macht schon. Da sind noch jede Menge. Check deine Ausrüstung. Ja, dass da jede Menge sind, das glaube ich. Verarzte dich. Ich mach das doch schon. Mädchen. Alter, nö, ne? Oh, ich habe mir doch eben gerade eine Heilspritze reingehauen. Boah. Hier ist nichts als Randalarm abgehen. Wow, Guminato. Du brauchst keinen Arzt mehr, Vogel. Boah, nö, ne? Alter, ich glaube, das muss ich nochmal machen. Nee, ne? Ich glaube, ich muss da ein bisschen more stealthy vorgehen. Was lade ich eigentlich nicht? Warum lade ich nicht? Letzten Spielstand laden, bitte. Okay. Oh. Wisst ihr was, Freunde? Ich mache noch mal eine Pause und bin übermorgen für euch wieder da. Ach nee, noch nicht. Ich muss ja noch 1-2 Minuten machen, weil... Na, Absturz.